Liebe Zuschauer, heute stehe ich mit vier jungen, dynamischen Menschen vor der Kasperkasse hier in Stommeln. Sie werden sich fragen, warum steht der alte Mann zwischen den jungen Menschen? Es geht darum, ich stehe vor einer Filiale, die nur von jungen Leuten geleitet wird, und zwar von Auszubildenden. 12 Auszubildende leiten diese Filiale autark, ganz alleine. Und wie das geschehen konnte, beziehungsweise warum, das frage ich dir jetzt mal. Erstmal, wie hat man sie ausgesucht? Sind sie auserkoren, gewählt oder sonst wie geworden? Also wir wurden von der Ausbildungsabteilung ausgewählt. Wir sind 12 Auszubildende jetzt und wir hatten ein Wochenende Bedenkzeit. Und es war uns 12, glaube ich, allen klar, dass wir auf jeden Fall dabei sind. Das ist so eine Art schon, so eine Belobigung, kann man das so nennen? Es ist schon eine Ehre für uns, dass wir dieses große Vertrauen entgegengebracht bekommen. Und ich denke, das ist schon der Lohn unserer Arbeit in den letzten 2 Jahren. Bei Ihnen war das genauso. Sie haben sich auch gefreut? Ich habe mich total gefreut. Als der Anruf kam, war das eine sehr, sehr schöne Nachricht. Ich habe mich sehr gefreut. Was machen Sie jetzt hier? Haben Sie hier einen bestimmten Job? Ja, also wir haben die Arbeit aufgeteilt. Es gibt ja auch so im normalen Filialbetrieb viele verschiedene Aufgaben. Und wir haben das unterteilt in Kasse Service. Dort bin ich auch eingesetzt, Privatkundenberatung und Vermögensberatung. Und das wäre auch was Sie später gerne machen würden? Oder war das Zufall? Also wir mussten die Aufgaben vergeben. Ich kann es mir gut vorstellen, aber ja. Muss nicht sein. Später mal. Doch, das schon, aber Leitung ist ja auch nicht ganz schlecht. Nee, das ist klar. Karriere machen kann man immer. Genau. Und Sie, was machen Sie hier jetzt in der Filiale? Zurzeit die Privatkundenberatung, so wie die Frau Schopen auch. Und auch Kasse Service, muss wirklich sagen, macht mir sehr viel Spaß. Sind Einblicke, die man sonst so nicht bekommt. Deswegen, also ich bin da vollstens mit zufrieden und ja, macht mir Spaß. Das hier ist die Privatkundenberaterin, ne? Von eben, draußen am Tisch. Im Moment sind keine Privatkunden da, ne? Zurzeit nicht, nein. Sie dürfen sich gern setzen. Nee. Ich muss arbeiten. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Jetzt weiß ich auch, warum man nur hübsche Mädels zur Privatkundenberatung nimmt. Ist mir klar. Und hier ist der Filialleiter, der Hammersbach. Und er ist der Chef von dem ganzen Laden hier. Wie wird man Chef von einer Azubi-Filiale? Ja, im Grunde genommen würde ich es als Chef gar nicht so bezeichnen, weil wir ja als 12 Azubis als Team ausgewählt worden sind. Und ich glaube, für gewisse organisatorische Dinge braucht man dann manchmal einen, der vielleicht diese Teamrunden auch einfach mal leitet und gewisse Struktur auch schafft und die Organisation ein bisschen einen Überblick hält. Ja, das ist so meine Aufgabe hier in der Azubi-Filiale. Im Grunde genommen spielen wir aber alle zusammen in einem Team. Wir haben jede unserer Aufgaben auch in der Beratung, sprich wir machen auch alle gemeinsam Beratung. Und ja, diese Organisation macht mir sehr viel Spaß. Auch der Ansprechpartner im externen Bereich zu sein, macht mir sehr viel Spaß, wenn Fragen auftauchen von Kundenseite oder auch von anderen Abteilungen. Dann ja, bin ich so quasi die Schnittstelle und sehr interessant auf jeden Fall, das mal kennenzulernen. Und Sie merken jetzt schon, auch alle vier merken, das ist so eine Richtung, die will ich auch weitergeht. Also ich will jetzt Filialleiter, sowieso will jeder werden, klar. Aber Sie merken, das ist auch was Sie später machen würden. Auf jeden Fall, weil es Verantwortung bedeutet. Verantwortung ist erstmal für mich positiv, weil ich Aufgaben machen darf, die nicht jeder machen darf. Und im Grunde genommen spielen wir da zwar zusammen, aber man kann halt nochmal andere Ecken erkennen, wo es sich vielleicht lohnt, Potenzial reinzustecken. Und ja, am Ende des Tages ist Leitung doch eine Aufgabe, die ich gerne übernehmen würde. Ja, also wir wissen, die Direktoren der Kasperkasse ja schon hier, es ist die Zukunft. Ich bin jetzt mal nicht dabei. Ich komme später vielleicht nochmal dazu. Und jetzt, will ich mal wissen, Sie haben ja jetzt schon 2 Wochen, 3 Wochen hinter sich. Das Ganze dauert 4 Wochen. Und was machen Sie, wenn Sie jetzt nach Hause kommen? Nicht nach Hause zu Ihnen, sondern in Ihre Filialen. Da können Sie einiges erzählen, oder? Genau, nur positive Erfahrungen kann man weitergeben. Und neidisch machen die anderen. Neidisch machen auch, genau, das gehört dazu. Ja, ich glaube, also wir können alle nur Positives daraus ziehen und sind, glaube ich, alle auf den Filialen, die Stammbelegschaft, wo wir dann wieder zurückkehren, ist, glaube ich, gespannt, was wir so erzählen. Aber bisher hört sie auch nur Gutes, deswegen.
Sie würden auch jedem empfehlen, da nochmal mitzumachen oder der Sparkasse empfehlen, das weiterzumachen, so? Auf jeden Fall, ja. Also das auf jeden Fall. Es hatte ja letztes Jahr schon mal die Azubi-Pferde gegeben und die war ja auch nur positiv. Und dieses Jahr bisher auch nur positives Feedback. Deswegen kann ich nur empfehlen, dass die Sparkasse das weitermacht, ja. Hier hat der Herr Hemmersbach, der Filialleiter, sein Büro. Wir gehen mal kurz rein und zeigen, was so ein Filialleiter für ein schönes Büro hat. Gucken Sie mal. Sie haben aber ein schönes Büro. Ja, danke schön. Ja, gut übernommen. mit Frischluft und schönen Blick nach draußen. Sie machen noch nichts kaputt hier, ne? Nee, um Gottes Willen. Hier rollt ja in zwei Wochen wieder hin. Ah, sicher. Wird alles wieder schön aufgeräumt, wie es vorher war, aber ist ja quasi immer aufgeräumt. Danke. Gerne. Jetzt würde mich interessieren, wie reagieren die Kunden? Wenn sie nur von jungen Leuten bedient werden, sie erklären es denen ja wahrscheinlich, was sie hier machen. Und wie ist die Reaktion? Also ich würde sagen, hauptsächlich sind die Kunden neugierig, was hier so passiert. Das ist ja auch was ganz Neues. Vor allem auch hier in Stommeln ist es ja auch das erste Mal. Wir haben aber im Vorhinein Flyer und Kundenmailings verschickt. Das heißt, viele Kunden waren schon vorbereitet und sind daher auch schon in die Filiale gestürmt und haben gesagt, ach, wir haben gelesen, die Azubi-Filiale ist hier. Ja, und fragen viel nach, sind sehr interessiert und freuen sich auf jeden Fall. Also Sie akzeptieren das auch. Auch bei Ihnen haben Sie die gleiche Erfahrung? Also ich habe nur durchweg positives Feedback bekommen von den Kunden. Wir werden positiv aufgenommen hier in Stommeln. Es gab so gut wie keine Beschwerde und wenn es dann irgendetwas gab, dann konnte man den Kunden aber auch so weit überzeugen und mit dem Kunden so weit reden, dass alles wieder in Ordnung war und er das auch verstanden hat, dass wir eventuell mal einen Ausweis brauchten oder sonst was. Aber die Kundenreaktion war durchweg positiv, würde ich behaupten. Eine Frage noch, wie weit geht Ihre Kompetenz in der Behandlung, also jetzt im Geschäftsbetrieb? Können Sie alles machen? Ich sage mal, kann ich über Sie auch Aktien kaufen oder so? Das ist ja immer so die Obergrenze, wo man denkt, na. Also unsere Kompetenz, würde ich sagen, geht schon sehr, sehr weit. Klar, wenn es in Sachen Wertpapiere geht, da dürfen wir nicht beraten. Da haben wir bei unseren Ansprechpartner im Hause, sodass wir auch natürlich auf der Filiale über Wertpapiere beraten können und es auch anbieten natürlich. Also Sie können alles das machen, was Ihr Vorgänger, der da saß an der Stelle, das können Sie auch? Ja, genau, richtig. Liebe Zuschauer, das ist nicht immer so in der Sparkasse. Ne? Nicht, dass Sie meinen, wenn Sie jetzt kommen, da ist nicht immer so. Auch die Mädels haben die Stolas nicht immer an. Normalerweise sind die wesentlich seriöser. Es ist heute eine Aktion. Wie heißt die Aktion? Ja, genau. Da wissen Sie ja Bescheid. Vielen Dank. Jetzt müssen wir noch mal fragen, warum ist Karneval in der Sparkasse? Es ist noch ein bisschen früh eigentlich. Warum? Also uns ist es wichtig, den Kunden natürlich auch mal was Spezielles bieten zu können, was jetzt vielleicht in den alltäglichen Filialen nicht immer stattfindet. Und ich finde das mit den Fotos für die Kunden, die das jetzt mitnehmen können, besonders in den Ferien, manchmal wenn dann Kinder sogar noch dazukommen, die keine Schule haben oder Kindergarten, ist eine besondere Aktion. Ist nicht alle Tage, man hat ein Foto für zu Hause und das sollte einfach was Besonderes für die Kunden sein. Gucken, was daraus geworden ist. Alle schön drauf und... Oh la la, was ist passiert, ne? Monsieur Rouge. Und wir sehen uns bestimmt noch mal wieder. Demnächst, wenn Sie Karriere gemacht haben, sehen wir Sie als Filialleiter überall wieder. Vielen Dank. Danke.